Aber lass uns mal reingucken. Ja, man sieht sie direkt hier schon im ersten Bild. Das ist die Dame. Und dann schauen wir mal, was der Alpha Kevin da zusammengetragen hat. Let's go, wir gehen rein. Let's go. Du gibst den Mord in Auftrag. Du bist indirekt für Gewalt verantwortlich. Und ich möchte keinen Tipp von Menschen, die noch schuld daran sind, dass ich diesen Aktivismus machen muss. Wie kannst du es rechtfertigen, noch nicht vegan zu sein? Aber wenn du dann nicht nach deiner eigenen Moral handelst, dann bist du ja eigentlich ein Heuchler. Statt uns zu erzählen, wie hochqualitativ dein Tier im Schlachthof verreckt ist. Solange du nicht vegan bist, bist du eine Tierschänderin. Ja, das habe ich auch mitbekommen, den Clip, da hat sie irgendwie eine Schelle auf irgendwie so eine Nackenschelle bekommen. Ist natürlich auch wack, ne? Also das ist ja nicht zu entschuldigen. Ja. Aber ob man sie mag oder nicht, die schafft es auf jeden Fall zu polarisieren und irgendwo dieses ganze Thema größer zu machen. Die Herangehensweise feiere ich nicht, aber ja, wir gehen rein. Leute, heute geht es wohl um... Wurde dich schon übelst oft körperlich angegriffen, das wusste ich nicht. Ja Leute, heute geht es wohl um die polarisierendste Tierschutzaktivistin auf TikTok namens die militante Veganerin. Wie ihr gerade im Intro gesehen habt, geht es heute um ihren direkten Aktivismus bis hin zu Handgreiflichkeiten gegen sie. Und in meinem Video möchte ich einfach mal aufzeigen, wie ich zu ihrem Aktivismus stehe, ob ich es gut finde, was sie macht und ob ich mir auf den Schreck erstmal ein Schweinenackensteak verdrücke. Seid demnach definitiv gespannt. Nee. Erstmal zu ihrer Person. Ihr Name ist Raffaela. Sie selbst meinte in ihren Videos, dass sie eine Ärztin sei, die derzeit ihren Job pausiert, um dem Aktivismus voll und ganz nachzugehen. Echt? Okay, also keine Ahnung, die wirkt so extrem jung, dass ich gedacht hätte, die könnte noch gar nicht so ausgelernt sein, also so studiert und bliblablub. Mag sein, kann sein. Sie finanziert sich demnach durch Spendengelder, durch YouTube, vielleicht auch durch... Ja, Leute, es kommt hier aber mit richtig dämlichen Beispielen, Alter, wollt ihr mich verarschen? Es muss voll und ganz nach... Digga. Dass sie eine Ärztin sei, die derzeit ihren Job pausiert, um dem Aktivismus voll und ganz nachzugehen. Sie finanziert sich demnach durch Spendengelder, durch YouTube, vielleicht auch durch TikTok-Einnahmen, das weiß ich jetzt nicht genau. Und mittlerweile ist sie auf TikTok eine wirklich unglaubliche Größe. Denn mit gerade einmal 135.000 Followern erreicht sie mit ihren Videos zwischen 800.000 und 5,1 Millionen Aufrufe. Also das sind Werte, die wirklich unglaublich krass sind für ihre Größe. Und ja, safe. Und dafür natürlich auch nicht schlecht, weil dieses Thema dadurch natürlich immer wieder irgendwie hochkommt, ne? Also irgendwie immer wieder auf die Timeline gespielt wird. Veganismus, wie auch immer. Von dem her ist es schwierig zu sagen, so, ob das gut ist, was sie macht, weil wie sie es macht, feiere ich nicht. Auf der anderen Seite, ja, ist es dadurch natürlich immer wieder ein Thema und man setzt sich damit immer wieder auseinander und das macht es vielleicht wieder ganz gut. So, also schwierig. Und genau deshalb wird ihr Kanal momentan richtig heiß diskutiert. Zum einen gibt es die Seite, die es wirklich sehr gut findet, dass sie ganz offen und direkt die Probleme der Massentierhaltung bespricht und aktiv zu den Menschen geht. Dann gibt es Menschen, die auf ihre Argumentation erstmal eine Wiener verdrücken. Und dann gibt es Menschen, die ihre Punkte definitiv nachvollziehen können, aber ihre sehr extreme Herangehensweise nicht so gut finden. Und im Laufe des Videos. Also ich sag mal so, wenn sie auf der Straße ist, ne, und Gespräche sucht zu anderen Menschen, ne, so dieses Change My Mind mäßige, ne, sie sitzt dann da und Leute können auf sie zukommen und sie redet mit denen. Das finde ich in Ordnung, auch wenn sie da, das ist halt so ein, ja, so ein subjektives Ding, ne, für mich oft ein bisschen unsympathisch ist von ihrer Art und Weise, wie sie mit den Menschen spricht, aber dagegen habe ich eigentlich nichts einzuwenden. So. Womit ich ein Problem habe oder was ich scheiße finde, ist, wenn sie Leute belästigt, das heißt Leute beim Essen irgendwie einfach belästigt und nervt, so, das feiere ich nicht so, da ist für mich auch eine Grenze erreicht. Diese Gespräche dann an einem Tisch finde ich prinzipiell erstmal okay, so. Ne? Das wird sich herauskristallisieren, auf welcher Seite ich eigentlich stehe und deshalb beginnen wir erstmal damit, dass diese Frau auf offener Straße fremde Menschen anspricht, um sie mit dem Thema Veganismus zu konfrontieren. Hierbei möchte sie ganz hart und auch direkt sagen, was mit den Tieren in den Schlachthäusern passiert, wie schlimm die Milchindustrie vorgeht und wie unnormal mit solchen Tieren umgegangen wird, vor allem in der Massentierhaltung. Und auffällig ist dabei leider, dass Raffaela immer wieder sehr emotional wird, anstatt ausschließlich konstruktiv und faktenbasiert zu argumentieren. Ja gut, mag sein, aber es ist sehr schwierig, bei dem Thema nicht emotional zu werden. Also, das ist ja sehr schwer. Also, wenn du jetzt selbst vegan bist und dich dann auch dafür einsetzt, dann machst du das ja aus extrem emotionalen Gründen. Ja, also die meisten
oder viele Menschen sind ja vegan aufgrund dessen, dass sie den Tieren kein Leid zufügen möchten. Da geht es um ein emotionales Thema. Und es ist nun mal sehr schwierig, da sehr sachlich zu bleiben. Das verstehe ich schon. Ich verstehe auch, was er meint. Aber ich glaube, Emotionen sind halt auch oft auch wichtig, um Menschen zu überzeugen. Ne? Also du wirst die wenigsten Menschen damit überzeugen können, wenn du einfach nur mit Zahlen um dich wirfst. So, da passiert nun mal Leid. Und für dieses Leid braucht man eine gewisse Empathie, um das nachfühlen zu können. Und da musst du schon an die Emotionen der Menschen heran. So. Deswegen finde ich, ist das schon auch wichtig. Eine pure Sachlichkeit bei dem Thema, weiß nicht, ob das ausreichend ist. So, ne? Und deshalb wird sie von vielen Menschen ernsthaft gehasst, beleidigt und auch teilweise geschlagen. Und das geht teilweise natürlich gar nicht. Aber wir schauen uns gleich mal an, was sie alles so sagt und was man... Das geht teilweise nicht. Es geht immer nicht. definitiv kritisieren darf. Kommen wir deshalb zum ersten Video, bei dem sie definitiv viel zu stark übertreibt. Hierbei geht es darum, dass Fans sie angesprochen haben und ein Bild von ihr wollten und eine Person meinte, dass sie Vegetarierin mittlerweile ist. Ja, das finde ich halt auch, genau. Das wollte ich auch mal sagen, bevor jetzt er hier redet. Das habe ich nämlich auch oft gemerkt, dass da Leute zum Beispiel sind, die gesagt werden, ja, ich bin gerade dabei, vegan zu werden oder ich ernähre mich schon zum Teil vegan oder ich lebe vegetarisch momentan auf dem Weg zum Veganismus und dann ist sie immer sehr hart einfach. So von wegen so, ja, wie viele Tiere müssen noch leiden, bist du endlich bla bla bla, wo ich mir denke so, ey, das sind Menschen, die offensichtlich schon wissen, dass da was schief läuft und versuchen, ihr Leben umzustellen. So, das ist für viele Menschen halt nicht so einfach. Ja, jeder hat andere Essensgewohnheiten und wenn dann jemand schon auf dem Weg ist, sozusagen nach den eigenen Moralvorstellungen zu handeln, dann könnte man da auch ein bisschen sympathischer reagieren, finde ich. Doch dieser erste Schritt zur Vegetarierin reichte der Aktivistin nicht, weshalb sie direkt auf eine sehr harte Konfrontation ging. Bist du schon vegan? Ja. Und seid ihr schon vegan? Ich bin erst vegetarisch. Okay, und warum bist du vegetarisch geworden? Unmoralisch. Unmoralisch, ja. Und glaubst du, Milch und Käse sind moralisch? Warum sollte ein Bauer sich seine Milchkuh erhalten, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr profitabel ist, aber er noch Geld dafür bekommen würde, wenn man sie zu Fleisch verarbeitet? Selbst wenn sie erst am Ende getötet wird, ist es ja vorher trotzdem ein Zyklus der Gewalt. Weil warum macht denn eine Mutter Milch für ihr Baby? Wird diese Kuh durch Menschenhand penetriert, vorher wird ein Bulle abgeführt, damit sie dann schwanger wird, damit wir das Kind wegnehmen, weil sonst die Milch trinken wird. Das ist fast schlimmer, die vegetarische Industrie, als wenn du nur Fleisch isst, weil die Tiere länger leiden, bis sie schließlich das gleiche Schicksal erleiden. Ich finde es schön, dass du was ändern möchtest, aber ich versuche dir klarzumachen, dass es eigentlich noch nichts geändert hat. Ich finde das völlig legitim, was sie da macht gerade. Ich finde das nicht zu extrem an der Stelle. Also ich habe da andere Clips gesehen, die mich geärgert haben. Das finde ich völlig in Ordnung. Weil sie macht es, finde ich, hier noch recht höflich und sie klärt auf. Und das finde ich okay. Ein kleiner Anfang ist besser als kein. Ja, okay, ja, ja. Natürlich ist ein kleiner Anfang besser als jemand, der gar nicht bereit ist, sich zu verändern. Aber wenn du sagst, du bist gegen Gewalt an Tieren und für Tierrechte, dann funktioniert das nicht, wenn du nur vegetarisch bist. Wenn man das nicht weiß, kann man ja auch nichts ändern. Deswegen sage ich das den Leuten ganz klar. Solange du nicht vegan bist, bist du eine Tierschänderin. Und du kannst... Ja, okay, ich finde halt, sie hat recht. Ja, sie hat recht, aber muss man das so formulieren? Ich meine, klar, es ist die knallharte Wahrheit, aber ich weiß nicht, ob das so die richtige Herangehensweise ist, wenn du da einen Menschen hast, der quasi eigentlich schon irgendwo auf deiner Seite steht, dem das so in die Fresse zu hauen, so. Weil ich glaube, dass es, ja, ich weiß nicht, ob das sein muss, ob man das nicht anders machen kann, ob man da nicht ein bisschen, vor allem bei jemandem, der schon auf deiner Seite steht. Du kannst das von heute auf morgen beenden, ganz einfach. In deinem Namen muss das nicht mehr passieren. An der Stelle... Also bis auf diese Sache fand ich das völlig okay. Fand ich das in Ordnung, zumindest in diesem Clip. Aber ich bin gespannt, wie Alpha Kevin das sieht. Muss ich wirklich sagen, ihr fehlt halt hierbei sämtliches Fingerspitzengefühl. Ja, safe. Ja, das sehe ich halt auch so. Ja. Dass sie einen nicht direkt vor den Kopf stößt. Die Punkte, die sie hier anspricht, die sind nämlich sogar richtig. Denn in der Massentierhaltung geht es wirklich richtig schlimm vor. Also was den Tieren dort ernsthaft angetan wird, das können sich die meisten Menschen nicht mal ausmalen. Jedoch ist es nun mal nicht einfach, von heute auf morgen direkt vegan zu leben und diese Menschen dann auch noch als Tierschänder zu bezeichnen, die sich schon ändern wollen, stößt bei vielen Menschen selbstverständlicherweise auf Unverständnis. Und das kann ich traurigerweise definitiv nachvollziehen, weil diese Methode schon ziemlich hart ist. Denn anstatt ausschließlich faktenbasiert zu argumentieren, damit die Leute sich selbst ein Bild machen können, steht die Emotionalität bei dieser Raffaela oftmals an erster Stelle. Das erkennt man auch daran, dass sie beispielsweise sehr ignorant gegenüber Nicht-Veganern ist, die ihr Tipps geben wollen. Weil ich fand jetzt nicht, dass sie besonders emotional war bei dem Clip gerade. Sie war eigentlich genau gegenteilig. Sie war so knallhart faktenbasiert so. Und ich finde, Fingerspitzengefühl ist eigentlich so das richtige Wort. Ja, ich finde, da fehlt mir halt auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Da hast du jemanden, der auf deiner Seite steht, der die Dinge ähnlich sieht wie du, die noch nicht so umsetzen kann,
möchte, wie auch immer. Ja, natürlich, ja, ich verstehe schon, sie ist die militante Veganerin so, klar, deswegen fährt sie den Film, aber das kann man ja trotzdem nicht immer gut finden. Naja, ich fand halt gerade, also in diesem Clip, da war doch nicht besonders Emotionen vorhanden, oder? Das war doch alles recht sachlich, ne? Recht sachlich runtergerattert, selbst das, du bist eine Tierschänderin, ist ja ein sachlicher Fakt sozusagen, also, ne, wenn man tiefer reinschaut, so ist es nun mal so. Aber, also das ist mir dann auch ein bisschen zu krass. Da könnte man ein bisschen vorsichtiger sein und sensibler, um den Menschen vielleicht das Gefühl zu geben, ey, ich finde das toll, was du machst. Ich finde super, was du machst, aber da leiden immer noch Tiere. Ich kann dir echt empfehlen, so schnell wie möglich umzusteigen. Ne, mit einer gewissen, mit mehr Sensibilität würde ich da an das Thema rangehen. Ich kenne dich natürlich. Okay. Und ich gebe dir einen Tipp. Also, bist du schon vegan? Nein. Okay, dann möchte ich deinen Tipp nicht hören, weil du bist noch der Grund dafür, dass ich Aktivismus machen muss. Dankeschön. Schönes veganes Leben wünsche ich dir. Ja, aber ich wollte dir noch sagen. Ich möchte keinen Tipp von Menschen, die noch schuld daran sind, dass ich diesen Aktivismus machen muss. Wie kannst du es rechtfertigen, noch nicht vegan zu sein? Ja, das finde ich aber auch kacke. Also ich finde, jeder Mensch darf jedem einen Tipp geben, egal ob er vegan ist oder nicht. So, ne, das sollte nichts damit zu tun haben. Finde ich halt auch ein bisschen, ja, kein Plan. Was hat sie jetzt damit erreicht? Sie möchte den Nicht-Veganern Tipps mitgeben, aber lässt selbst keine Tipps zu. Ist das der richtige Weg, um Aktivismus... Nein, natürlich darf sie den ablehnen, ja. Aber da muss man sich halt nicht wundern, wenn Leute da stehen und sagen, es ist ein Arschloch. Dann so. Tipps mitgeben, aber lässt selbst keine Tipps zu. Ist das der richtige Weg, um Aktivismus sinnvoll zu präsentieren? Oder wäre es sinnvoll, den Menschen zuzuhören, um dann später diese Menschen zu überzeugen mit eigenen Argumenten? Somit stößt man lediglich auf Unverständnis und auf Hass gegenüber der anderen Seite. Denn extrem viele Menschen schreiben dann Kommentare wie diese hier. Kinder müssen vor solchen Menschen geschützt werden. Durch ihre Videos habe ich echt richtig Heißhunger auf KFC bekommen. Würde mein Kind nach... Ich schlaf gleich ein, Digga. Rauskommen und mir sagen, dass irgendeine Tante ihm so etwas beigebracht hätte, gnade dir Gott ehrlich. Gut, der letzte Kommentar ist dumm wie Scheiße, weil sie zwingt hier niemanden, dass man sich vegan ernähren muss. Aber durch ihre emotionale Art gibt es eine umso heftigere Gegenreaktionen von Menschen, die alles andere als zum Nachdenken angeregt werden. So gab es auch eine Diskussion mit einem Mann. Nein, ich schlaf gleich ein, meinte ich dieses, ich habe gerade voll Hunger auf KFC bekommen, so. Ja, ich find's auch nicht so geil, wie die da teilweise drauf ist, so, ne? Aber diese Kommentare so, die sind so, kein Plan, Digga. Also die, vielleicht waren die mal lustig vor 20 Jahren, aber heute, ich weiß nicht. Der schon auf dem Weg ist, eventuell irgendwann Vegetarier oder Veganer zu werden. Und sie entgegnete dem folgendermaßen. Fleisch esse, dann hochqualitativ, einmal in der Woche halt. Dürfen wir einmal in die Woche jemanden töten? Nein. Kann man jemanden hochqualitativ töten, der nicht sterben will? Nein, das Tier zumindest ein schönes Leben hat. Aber rechtfertigt die Qualität vom Leben das Töten? Nein, rechtfertigt es nicht. Die Jungs haben es verstanden, warum hast du es noch nicht verstanden, dass Nicht-Vegan-Sein nicht okay ist? Wir wollen auch nicht... Also ich meine, sie hat recht, aber muss man, also die Art ist halt so ein, ja, kann man auf jeden Fall alles so ein bisschen anders rüberbringen, Digi. Ich hab's verstanden, ich bin auf dem Weg dorthin. Wie viele Tiere müssen auf diesem Weg noch für dich verrecken, bis du endlich vegan bist? Null oder viele? Und das ist super schade. Der Mann, der zeigt hierbei wirklich Einsicht und anstatt diesen Punkt anzuerkennen und daran anzuknüpfen, geht sie direkt diese harte Art der Konfrontation ein. Ich meine, es ist ja nicht... Ja, anders kommt das doch nicht mehr an. Ja, mag sein, aber mir sind die Kommentare egal. Ja, die Menschen, mit denen sie das spricht, sind ja offensichtlich Menschen, die nicht solche Kommentare schreiben. Zumindest die wir gerade gesehen haben. Und ich finde das einfach ein schlechter Umgang so. Bist du vegan, Gio? Nein, ich habe eine Zeit lang vegetarisch gelebt. Nicht sehr lange. Ich glaube, ungefähr ein Jahr müsste es gewesen sein. Vegan habe ich mich nie rangetraut so. Und ich bin, wie viele in dem Video auch, bin mir darüber bewusst, ne, dass es der richtige Weg wäre. Bin mir da auch manchmal zu bequem. Werde auf lange Sicht auf jeden Fall zumindest erstmal auf den vegetarischen Zug springen, so, weil dieser Umstieg von 1 auf, also von 0 auf 100, das wird zu krass so. So ist mein aktueller Stand. Also nichts gegen vegan finde ich ja vollkommen okay, aber die belästigt Leute übertrieben. Also ich habe Clips gesehen, in denen ich das auch unterschreiben würde. Bei den Clips würde ich jetzt nicht sagen, dass Belästigung ist, weil die Leute kommen ja zu ihr oder zu ihr da an den Stand. Das heißt, belästigen würde ich es nicht nennen. Ich würde eher sagen, sie geht da sehr unsympathisch mit den Menschen um und auch teilweise mit den Menschen, die eigentlich eher auf ihrer Seite stehen. Und das finde ich halt nicht so gut. Verkehrt zu informieren, wie schlimm die Milchindustrie ist und so weiter oder auch die Massentierhaltung ist. Aber sie schreckt mit diesen Aussagen vermutlich sehr viele Menschen ab, die vielleicht auf dem Weg bis hin zum Veganismus sind. Und deshalb muss ich vermutlich Ahmad das erste Mal recht geben, denn er sagte in seinem Video Folgendes dazu. So hart man auch Massentierhaltung kritisieren muss. Digga, was hat denn der für Pupillen? Der ist doch voll drauf. Und so hart sie auch recht hat mit dem, was sie eigentlich sagen will, ist ihre Art und Weise der Herangehensweise an der ganzen Geschichte hart falsch. Fein hast du das gemacht. Fein.
Ja, sehe ich. Genauso, würde sie nämlich rein. Ich kenne den gar nicht, Ich habe den irgendwie, das Gesicht habe ich schon öfter gesehen, aber ich bin da null drin. Was ist mit dem? Ist der nicht cool? Oder ist der cool? Irgendwie in Bezug auf Apo, ne? Hat man da eher Negatives, habe ich da gesehen, ne? Faktenorientiert sprechen und die Menschen ausschließlich mit ihren Argumenten überzeugen, dann gibt sie natürlich auch deutlich mehr Anregung zum Nachdenken. Du kannst auch emotional überzeugen, aber da gehört halt Fingerspitzengefühl dazu. Und dementsprechend entscheiden sich vielleicht Leute. Also was heißt emotional, aber mit Emotionen, das kann ja mit reinfließen. Das muss ja nicht draußen bleiben. Das klingt jetzt die ganze Zeit so wie, es muss rein faktisch. Nee, muss es nicht. Aber mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ey, ich werde vielleicht doch nicht so viel Fleisch konsumieren in nächster Zeit. Jedoch fühlen sich einfach durch die ganzen Videos und auch die Herangehensweise, wie sie mit den Menschen spricht, viele Leute sehr stark provoziert und wollen dann mit Absicht noch mehr Fleisch essen. Nein, die wollen nicht noch mehr Fleisch essen, Digga. Die tun so, das schreiben die, weil sie sich das selbst nicht eingestehen wollen. Weil sie sich selbst sagen, ey, ich möchte nicht, dass mir jemand ein schlechtes Gewissen macht. Ich möchte mir dem nicht bewusst sein, was da passiert und will weiter ein einfaches, sorgloses Leben führen. So, deswegen schreiben die sowas. Das ist nichts anderes als ein Verteidigungsmechanismus, der da klickt. So. Die werden deswegen nicht mehr Fleisch essen, auch wenn sie es schreiben. Um sie noch stärker zu triggern. Und das ist tatsächlich wirklich schade. Tatsächlich habe ich mir bis vor kurzem wirklich gar keine Gedanken zum Fleischkonsum gemacht. Ich bin wirklich bis August sehr regelmäßig zu irgendwelchen Burgerketten gegangen und habe mir dort einen Burger nach dem anderen reingefressen, bis es mir schlecht ging. Durch Eigeninteresse und auch aufgrund der Videos von Robert Marc Lehmann. Der macht auch krasse Videos, ne? Der Robert Marc Lehmann macht auch echt krasse Videos. Hab da aber schon einige auch Videos gesehen, so kritische Videos ihm gegenüber, waren auch sehr interessant. Da die anderen Sichtweisen zu hören. Gefressen, bis es mir schlecht ging. Durch Eigeninteresse und auch aufgrund der Videos von Robert Marc Lehmann wurde mir dann die Dokumentation Dominion vorgeschlagen. Und ich sage euch mal eins. Jemand, der eigentlich vor nichts zurückschreckt, der auch immer mal einen Horrorfilm geschaut hat und das jetzt nicht so schlimm fand, der hat wirklich bei dieser Dokumentation Angst bekommen. Angst, zu was der Mensch in der Lage ist, Tieren anzutun. Ich habe die Doku nie gesehen. Könnt ihr was zu sagen zu Dominion? Ich kenne halt nur ne Earthlings zum Beispiel. Das war damals auch eine ganz schlimme Doku für mich. Das war dann auch die Doku, die dazu geführt hat, dass ich erstmal eine ganze Ecke kein Fleisch mehr gegessen habe. Dokumentation Angst bekommen. Angst, zu was der Mensch in der Lage ist, Tieren anzutun, damit sie dann für wenige Euros in der Fleischtheke landen und teilweise sogar vergammeln. Also, das ist wirklich harter Tobak. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich bitte euch, solltet ihr euch wirklich dazu entscheiden, auch diesen Film oder diese Dokumentation anzuschauen, macht das mit einer anderen Person, denn alleine können das wahrscheinlich nicht alle verkraften. Und ich kenne es noch selbst von mir. Immer wenn ich gehört habe, dass ein Veganer oder ein Vegetarier von seinem Nicht-Fleischkonsum jemanden überzeugen wollte, bin ich dem entgegnet mit Ignoranz und habe gesagt, ey, jetzt wird sich gerade noch ein extra Steak gegönnt. Na gut, aber immerhin hat er daraus gelernt. Mein Bruder hat sich zum Beispiel immer mal wieder vegan und auch vegetarisch ernährt und ich habe ihn in der Familie immer wieder belächelt und auch teilweise dumm gemacht. Doch wenn man jetzt wirklich mal aus Eigeninteresse solche Dokumentationen anschaut, was dort wirklich passiert, ohne dass emotional drauf eingegangen wird, dann regt das noch viel mehr dazu an, sich darüber bewusst zu werden, welche Industrie man dort eigentlich unterstützt. Und ich bin euch ehrlich, seitdem ich das in dieser Form von Dominion angeschaut habe, ernähre ich mich deutlich bewusster. Ich bin zwar kein Veganer, aber ich achte viel mehr darauf, was ich konsumiere und wie. Ja, also ich habe Earthlings geguckt und das war unerträglich, Digga. Also diese Bilder, die in meinen Kopf gefickt, ne, das ist wirklich geisteskrank, was auf unserer Welt passiert und wie wir mit Tieren umgehen. Ja, es ist halt auch krass, wie das alles so unter verschlossenen Türen passiert. Ne? Bei uns liegen dann die leckeren und gut aussehenden, am besten noch in Bärchenform, mit Bärchengesichter, damit die Kinder da auch Bock drauf haben, irgendwelche Würste oder was weiß ich, ne, im Kühlregal. Aber was vorher, also der Weg dorthin, ist so grausam und so brutal und den kriegt keiner so wirklich mit und das ist eigentlich krank so, es ist wirklich krank. Ich es konsumiere. Mittlerweile gibt es nämlich so viele Produkte, die Fleisch ersetzen können, dass ich es als Person nicht mal nötig hätte, überhaupt auch nur im Ansatz Fleisch konsumieren zu müssen. Zum Beispiel haue ich mir an meine Nudeln mit Soße immer Fleischwurst dran. Das habe ich so von der Familie kennengelernt und das ist gefühlt schon eine Tradition, dass ich mir dort Fleischwurst dran baller. Mittlerweile nehme ich mir aber die Ersatzvariante und ich dachte immer, naja, das vegane Zeug, das schmeckt doch eh nicht, das ist doch... Ey, es gibt zum Beispiel diese eine Mortadella, die habe ich mal gegessen, die ist auf jeden Fall ohne Fleisch. Ich weiß gar nicht, ob die vegan ist oder vegetarisch von so einer ganz bekannten Kette, die
die auch viele Fleischprodukte herstellt. Und die schmeckt echt fast 1:1, also wie das Original so. Kein richtiges Fleisch, das kann es gar nicht ersetzen. Aber doch, das kann es komplett ersetzen, weil es schmeckt genauso. Ich möchte mit diesen Sachen, auch mit diesen Aussagen, wirklich niemandem irgendwie was vorschreiben, wie er zu leben hat. Aber ich will euch aufzeigen, dass dieser Fleischgeschmack definitiv zu ersetzen ist. Auch wenn ich genau diesen Punkt damals abgestritten habe. Bei Wiener, Cordon Bleu oder auch ganz vielen anderen Sachen schmecken die Produkte genauso. Nur halt in der veganen Variante und niemand musste dafür sterben. Man muss sich wirklich nur mal drauf einlassen und es probieren und nicht direkt abstempeln mit, naja, das schmeckt ja eh nicht nach Fleisch. Doch, es schmeckt wirklich nach Fleisch. Ich wusste es damals auch nicht. Und deswegen habe ich genau den gleichen Scheiß erzählt. Das ganze Problem an der Sache ist einfach noch, dass das Sortiment zu klein ist und die veganen Produkte sind teilweise einfach deutlich teurer als die tierischen Produkte. Jedoch ist halt einfach rein logisch gesehen Veganismus nicht mal verkehrt und der Mensch ist nun mal schlau genug, Verständnis und Moral zu haben, über seinen Konsum sinnvoll nachzudenken. Das können ja beispielsweise Tiere nicht. Jeder muss letztendlich aber selbst abwägen, wie und ob er den Fleischkonsum unterstützen möchte. Deswegen mit den Tieren, das kann man nicht mit einem Menschen gleichsetzen, denn es wird immer mal wieder geschrieben, ja, aber eine Katze ist auch... Oh ja, das ist auch so ein dämliches Vögel Argument, Digga. Und nicht Pflanzen ist halt Quatsch, weil ein Mensch nicht instinktorientiert irgendwelche Tiere töten muss, um davon zu leben. Was aber auch großer Quatsch ist, ist Ahmads Aussage in seinem Video dazu. Ich meine, nachdem ich ihn jetzt hier irgendwo auch mal zustimmen musste, muss ich dann auch mal wieder die Gegenseite aufzeigen, denn da hat er ziemlich großen Schwachsinn erzählt. Denn Ahmad versteht offensichtlich Angebot und Nachfrage nicht. Aber sobald du es kaufst, generierst du Nachfrage, um noch so eine Leiche zu kriegen. Kurz und knapp, diese Frau glaubt wirklich, dass wenn sie vegan ist, also sie laut dem logischen Wirtschaftssystem Angebot regelt die Nachfrage, was ja eigentlich in der Tat so ist, dass wenn sie vegan ist, die Nachfrage, das Angebot aufhört, weil sie ja kein Fleisch mehr isst. So funktioniert das aber leider nicht. Auch wenn jetzt, wie es auch gerade passiert, Millionen von Menschen vegan werden, weil es zum Trend geworden ist, wird immer noch sogar noch mehr Fleisch verzehrt und noch mehr Fleisch produziert und verkauft. Das liegt einfach daran, dass wenn ein paar Leute vegan werden, das Angebot nicht sinken wird. Ganz im Gegenteil, das Angebot steigt sogar. Es macht keinen Sinn, was sie sagt an vielen Stellen. Hä, wieso steigt das Angebot? Hä, wieso steigt die Nachfrage? Wo fange ich an? Also, da ist wirklich alles falsch. Also ja, Angebot und Nachfrage existiert auf dieser Welt definitiv. Wenn etwas viel verlangt wird, wird es auch genauso viel produziert, wenn nicht sogar noch ein Stück mehr. Essen jetzt 2 Millionen Menschen 100 Kilo Fleisch im Jahr, dann gibt es auch eine millionenfache Fleischproduktion. Laut Ahmad ist es jetzt aber so, dass es beim Fleischkonsum anders ist. Wenn jetzt nämlich laut ihm die Menschen nur noch 10.000 Kilo Fleisch essen wollen, dann würde nun laut ihm die Industrie ganze 10 Milliarden Kilo Fleisch produzieren. Ja, das ist ja Quatsch. Also wenn, natürlich essen noch viele Menschen Fleisch, aber je krasser das sinkt, umso mehr sinkt auch das Tierleid, umso weniger Tiere müssen geschlachtet werden, weil die Nachfrage nicht da ist, Digga. Merkst du selber, dass die Aussage dumm bis zum geht nicht mehr ist, oder? Natürlich existiert Angebot und Nachfrage genauso in der Fleischindustrie. Ahmad ist halt genauso ein Experte, der zu argumentieren versucht, aber sich nicht davor schlau macht, ob die Sachen, die er erzählt, überhaupt richtig sind. Ich verstehe gar nicht, was er meint damit, also wie er darauf kommt. Was bleibt mir... Also ich habe die Argumentation jetzt gar nicht verstanden von dem Ahmad. Ende des Videos hierbei noch zu sagen. Jeder sollte sich im Endeffekt selbst darüber Gedanken machen, ob... Die produzieren einfach aus Spaß, genau. ...der Fleischkonsum, den er selbst unterstützt, richtig oder falsch ist. Und in welcher Form das vielleicht besser gemacht werden könnte. Aktivismus ist auch keine verkehrte Sache, um auf Okay, krass. Ich dachte, das geht viel mehr um die militante Veganerin. Das war wirklich nur ein kleiner Teil, was ich aber eigentlich ganz gut finde. Ne? Der Rest ist Aufklärung, ist doch super. ...stände aufmerksam zu machen. Den Aktivismus aber auf eine so emotionale Art und Weise rüberzubringen, dass teilweise beleidigt wird, das empfinde ich definitiv für falsch. Man muss aber auch gestehen, dass Raffaela nicht in jedem Video so ist und auch normal darüber aufklärt. So bringt sie auch Jugendlichen mit einfachen, anschaulichen Bildern bei, was bei dieser Produktion falsch läuft und das ist auch gut so. Wenn sie diese Schiene weiterfährt und sie nicht mit beleidigenden Sprüchen entgegenkommt, dann würde ich das definitiv als legitim einstufen, denn was hat man dann eigentlich für einen Nachteil, außer dass man vielleicht ein paar Informationen über die Massentierhaltung mitbekommt. Denn dann wird man nämlich... Ja, ich glaube, für viele Menschen ist es halt ein Nachteil, diese Wahrheit zu hören, ne? Das wollen halt viele nicht. Und das merkt man ja auch immer wieder anhand dieser Reaktion. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich jemanden lese, der dann im Chat hier schreibt oder unter irgendeinem Video auf, was weiß ich, auf TikTok oder so und dann schreibt so, ich esse jetzt erstmal ein dickes Steak, mir tun die eher mal leid, so, weil ich habe dann nie das Gefühl, die sind ja voll cool oder so, sondern ich denke mir dann immer so krass so, dass die so ein krasses Problem haben, sich das einzugestehen, so. Also mir tut das, ich habe da eher mal so ein bisschen Mitleid, wenn ich solche Kommentare lese. Wirklich auf die Missstände aufmerksam und das ist erlaubt und auch gleichzeitig in Ordnung. Was aber absolut gar nicht geht, das ist
ist Gewalt und das ist die Relativierung von Gewalt. Und dass es ernsthaft Leute gibt, die aufgrund ihrer Videos ihr in den Nacken schlagen, gehört angezeigt und bestraft. Ja, und safe. Auch noch befürwortet. Und ja, ich safe. Habe wirklich keine Toleranz gegenüber diesen Menschen. Aber TikTok ist sowieso eine geisteskranke Plattform. Ne? Also da sind ja auch viele junge Menschen unterwegs und was man da auch in Richtung Homophobie, Transfeindlichkeit und so teilweise zu lesen bekommt, ist wirklich irre, Digga. Menschen, die in den Kommentaren auch noch schreiben, dass die Gewalt in Ordnung ist bei ihr. Es ist wirklich absolut traurig, wie weit Menschen gehen und ich bitte jeden Einzelnen. Ja, mag sein, 3x, aber das haut ja nur bis zu einem gewissen Grad hin. Also wenn genug Menschen vegan sind, dann können auch die Fleischesser das nicht mehr decken, was wegfällt durch Veganer. Wenn euch solche Aussagen oder solche Videos nicht passen, dann argumentiert sachlich dagegen. Versucht die Leute vom Gegenteil zu überzeugen und alles ist gut, damit hat niemand ein Problem. Aber bleibt dabei, bitte menschlich, respektvoll und verhaltet euch nicht wie hirnamputierte Vollassis, die auf einmal mit Gewalt reagieren. Das wäre mir definitiv eine Freude und mir wäre es auch noch eine Freude, wenn ihr jetzt noch ein Abo da lassen würdet auf meinem Kanal und gleichermaßen würde es mich freuen, wenn ihr mir jetzt noch auf Instagram folgt. Ich heiße dort echter Alpha Kevin, der Link dazu ist in der Beschreibung und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es? Wünschen wir dir auch, mein Süßer. Euer Alpha Kevin. Mach's gut, mein Schnucki. Wenn ein paar Leute vegan werden, das Angebot nicht sinken wird. Ganz im Gegenteil, das Angebot steigt sogar. Ein Sieg funktioniert natürlich ganz einfach, indem man den Gegner Schachmatt setzt. Und Achmatt ist Schachmatt. Alles klar, ich fand das Video aber gut. Ich hätte es gedacht, dass es mehr um diese militante Veganerin geht. Am Ende war es viel, viel Aufklärung eigentlich nochmal zu dem ganzen Thema. Auch cool, dass er so eine Doku erwähnt, ne, die ich jetzt auch nicht kannte. Vielleicht gibt sich das der ein oder andere und checkt dann so ein bisschen, was passiert. Meine Meinung ist nach wie vor die gleiche. So, der Grund, aus dem die militante Veganerin das macht, den finde ich gut. Die Art und Weise, wie sie es tut, finde ich manchmal gut und manchmal nicht. Und hoffe, dass sie da vielleicht so einen Mittelweg findet. Wobei natürlich das dann nicht mehr so polarisieren wird. Ja, von dem her... Schwierig, ne? Schwierig. Aber trotzdem ein gutes Video.